Willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silver Susum. Ja, wir sind immer noch dabei beim Ballenpressen. Das wird uns auch erst noch mal ein paar Folgen begleiten. So, wir haben ja die erste Runde schon abgeschlossen. Der Drescher läuft hier. Ich habe ihn wieder in Gang bekommen. Und er hat sich schon wieder festgefahren. Das ist echt ärgerlich, dass er ständig in den Graben fährt. Wir müssen nächstes Mal doch 3 Vorgewände machen. Oh, wir haben was vergessen. Wir müssen mal zurück. Wir haben die Maschine gar nicht gesenkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, ich dachte mir, bevor ich jetzt nochmal zur Arbeit fahre, nehme ich nochmal schnell eine Folge auf. Wir müssen ja jede Menge Ballen pressen. So, dann machen wir jetzt nochmal die Ballenpressmaschine runter und an. Und fahren den vorbei hier. So, und jetzt geht's weiter. So, das ist schön. Hier liegt auch jede Menge. Hier werden wir echt sehr, sehr viele Ballen rauskriegen. Ich würde sagen, ein Teil werden wir einlagern. Wir müssen mal gucken, weil wir spielen ja auch mit Geschwindigkeit 5, also nicht mehr mit 1. Das braucht einfach zu lange. Also ich spiele nicht 1 zu 1, 5-fach ist okay. Da wächst auch alles relativ schnell. Wir müssen nur auf das Gras, das müssen wir auch noch machen, ne? Hier, was wir hier schon gemäht haben, müssen wir auch noch Heu machen, ja, mal gucken, aber erstmal werden wir ein paar Ballen pressen. So, das Blöde ist, nächstes Mal, wenn wir dreschen lassen mit Curspray, den richtigen Kurs, dann können wir auch den Kurs nehmen zum Ballen pressen, weil der fährt dann genau den gleichen Weg und presst die Ballen. So, eine kleine Kurve. Das ist dann von Vorteil. Dann kann er das machen. Wir können in der Zeit andere Sachen machen. Weil ich habe ja gesagt, wir lassen immer Curseplay so nebenbei laufen. Nur wenn wir was zu tun haben. Wenn wir nichts zu tun, dann machen wir es selber. So, aber... Oh. Das ist doof, wenn er da die Ballen fallen lässt. Ah, habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Hoffentlich fährt er um den einen Ballen einfach rum. Sowieso die letzte Runde, dann fahren wir nur hoch und runter ein bisschen. Ja, was gibt's Neues? Wir sind jetzt kurz davor, das erste Schweinefutter wird hergestellt. Und ich würde sagen, wenn der Bauer öffnet, dann können wir fast loslegen mit den ersten Schweinen holen. Wir holen erst ein paar Mutterschweine, dass die Ferkel produzieren. Wir können auch schon ein paar Ferkel kaufen. Wir mal gucken, wie teuer das alles ist. Wie viel Mutterschweine wir in unseren Zuchtstall tun können. Da müssen wir nachher mal gucken. Dementsprechend werden wir den vielleicht voll kaufen, wenn wir das schaffen. Jo, und dann geht unsere große Schweinemast, die da hinten im Hintergrund ist, und gehen bald die Lichter an. Aber ihr seht es, ey, es ist schon nachts, ne? Wir pressen bis in die Nacht hinein. So, langsam muss der Bauer auch mal schlafen gehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da hinten liegt der Ballen, aber Probleme mit denen hat. Oh, hier schmeißt er hier einen ab. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sehr gut, das hat gepasst. So. Ah, er fährt schon wieder zurück. Vielleicht hat er gar kein Problem mit dem Ballen gehabt. Oder er schiebt ihn einfach vor sich her. Man weiß es nicht. So, dann wollen wir mal. Müssen wir einmal drehen. Boah, der Dauerwendekreis, ne? So, dann nehmen wir die erste Spur. Zack. Nehmen wir die erste Spur. Ist er dann auch gleich voll mit Weizen? Oh, ist auch gleich wieder voll mit Weizen, ne? So, dann nehmen wir gleich die zweite Spur. Schaffen wir das? Und oben um die Kurve. Schaffen war sehr schön. Ja, aber wir waren dabei. Wir werden uns dann demnächst die Schweine kaufen. Da freue ich mich schon drauf, dass die Schweinezucht losgeht. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel Weizen und Mais wir hier rausziehen aus unseren Feldern. Und dann werden wir vielleicht in der nächste Saison, ist es ja, werden wir, ich würde sagen, vielleicht Raps pflanzen, dass wir mal irgendwas haben, so Masse, die wir verkaufen können, wo wir jede Menge Kohle mit scheffeln würden. Aber irgendwie muss ja auch die Kohle rein, durch Schweine verkauft. Das muss ja auch erstmal alles laufen, dass wir
dass wir damit ordentlich Geld produzieren können. So, er ist auch gleich voll mit Mais. Und er hat durchdrehende Reifen, ich wusste es. Ja, gucken wir mal. Es war klar. So, komm. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nächstes Mal müssen wir 3 Vorgewinde machen. Aber erstmal brauchen wir dich. Wir müssen abtanken, ne? Das machen wir jetzt, sonst fährt er gleich wieder weiter. So, dann rückwärts. Sehr schön. Eine Fuhre haben wir ja schon, eine Fuhre Weizen haben wir ja schon in zur Schweineproduktion gebracht. Den Rest, den wir hier erstmal machen, da kippen wir einen großen Teil, würde ich sagen, nochmal in eine Getreidetrocknung, weil getrocknetes Getreide brauchen die Schweine auch. Dass wir da auch jede Menge in Vorrat haben und dann lassen wir uns nochmal so ein bisschen Getreide auch da. Für die Schweinefutterproduktion. Ach, stand gerade auf dem Schlauch. So, komm. Da könnten wir vielleicht sogar, ich weiß ja nicht, wie schnell die durchläuft. Ja, am Hof können wir es nicht lagern, ne? Am Hof haben wir keinen Platz. Aber wir haben ja eine Getreidelage haben wir ja gekauft. Da könnten wir das ja dann auch lagern. So. Jetzt bist du wieder dran. Zwei ist echt ein bisschen hardcore, ne? Weiter, sehr schön. Können wir mit dir weitermachen, anschmeißen. Licht brauchen wir. Und dann geht's weiter. Hier dürfen wir echt jede Menge Ballen verladen, aber holler die Waldfee. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die Schweine wirklich verbrauchen, dass man einschätzen kann, wie viel wir einlagern müssen. Vielleicht lagern wir auch erstmal gleich alles ein. Aber ich will sagen, es ist eine neue Update rausgekommen von der Sebasusum. Ich habe sie zwar noch nicht drauf, ich werde sie aber noch runterladen, weil es ist empfohlen, eigentlich einen neuen Spielstand anzufangen, wo ich jetzt eigentlich keine Lust habe. Ich werde es auf jeden Fall mal updaten und dann werden wir mal gucken, was passiert. Ich mache vorher nochmal eine Sicherheitskopie von unseren Mod-Ordner. Nicht, dass danach was nicht funktioniert, dann machen wir die alte Version wieder erstmal. Weil ich finde das doch, jetzt sind wir gerade am Laufen und dann müssten wir direkt eine neue Version drauf spielen. Das finde ich nicht schön. Deswegen warten wir da noch mit ab. Er schiebt da aber auch die Strohballen raus. Zack. So. Und rum. So, ja, ich habe gerechnet so 30, 40 Ballen vielleicht. Dann müssen wir mal gucken. Vor allem, ob wir sie auch auf unserem Hänger stellen. Ja. Oder vielleicht leihen wir uns die Maschine, wo wir sie alle 3 schnell aufeinander stellen. Weiß ich nicht. Das sehen wir dann, weil das sind echt viele. Bis ich die alle gestapelt habe, das dauert ja ewig. Dass wir vielleicht 3er Haufen machen, das könnten wir ja eigentlich auch machen. Kann man hier eigentlich noch was anschließen, glaube ich nicht. So, dann können wir gleich wieder runterfahren. Da haben wir auch noch eine Reihe. So. Das könnten wir natürlich machen, um ein bisschen die Zeit zu verkürzen, dass wir uns die Maschine leihen. Wo wir sie aufeinander stellen können. Aber die wird, glaube ich, nicht so teuer sein. Da müssen wir mal gucken. So, kann man ein bisschen innen an sich fahren. Ah, der hat keine Innenbeleuchtung, ne? Das ist das Standardding. Ah, ist auch nicht schlimm. Macht auch seine Arbeit. Der gute Deutz war, das ist der 6.
61 müsste das sein, genau. Der Akku ist da. So, jetzt hat er es komischerweise wieder geschafft, ohne hinten runterzufahren. Ah, manchmal schafft er es, manchmal nicht. So, aber ich glaube, das sind mehr, doch fast mehr als 40 Ballen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was schätzt ihr, wie viele Ballen wir hier wirklich rauskriegen? Das würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Wir werden zwar jetzt ein paar Folgen echt nur Ballen pressen, aber es muss auch gemacht werden, ne? Es muss auch gemacht werden. So, dann vielleicht die nächste Spur wieder. Oh, er ist auch fast fertig, ne? Noch bestimmt ein, zwei Mal hoch. Dann ist er auch fertig mit dem Feld. So, zack. Ja, ist der auch gleich, ja, 71%, dann tanken wir den ab, wenn er wieder voll ist. Dann haben wir da drüben noch ein Weizenfeld, das war's dann mit Weizen. Haben wir nur noch zweimal Mais, ne? Zwei Felder, Feld 6 wird jede Menge runterkommen. Und Feld 16, das haben wir ja auch noch mit Mais. Hätten wir doch mal vielleicht eins mehr mit Weizen machen sollen. Ah, aber hier kommt auch jede Menge runter. Feld 48 ist zwar nicht ganz so groß, aber da wird auch bestimmt so einiges runterkommen. So. Er wird gleich drehen, dann können wir mal diese Spur. So. So mit uns. Ja, ein bisschen liegen lassen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wir so viel haben. Vielleicht werden wir auch eine Runde verkaufen gehen. Eine LKW-Ladung, also eine Hängerladung. Müssen wir mal sehen, wie viel wir auch reinkriegen. Oder wo. Ich würde es vielleicht neben unseren Heu, was wir auch einlagern, daneben vielleicht platzieren. Dann müssen wir da nochmal ein bisschen Platz machen. Oder wir kaufen uns... mal kaufen, dann kommt noch Geld, dann müssten wir vielleicht doch einen kleinen Kredit aufnehmen. Für einen kleinen Unterstand vielleicht. Da müssen wir mal gucken. Wo wir natürlich auch die einlagern könnten, das wäre natürlich eine Idee. Wo die Getreidetrocknung, wo wir es abtanken. Wir fahren ja rechts, links, links ist ja die zum Abtanken, da fahren wir ja rein, aber auf der rechten Seite könnten wir auch die Strohballen lagern, ne? Wollte zwar vielleicht da den Drescher reinfahren, aber mein Gott, dann bleibt da draußen das Stroh. Muss trocken stehen, ne? Da könnten wir den natürlich reinmachen. Oh, er ist voll. Wir müssen ihn abtanken. So, ist denn unser... Ah, jetzt müssen wir wieder in den Saat, ins Getreide fahren, was ich gar nicht schön finde. Gut, ein bisschen muss er doch noch. So, dann kommen wir hier, dann hole ich mal schnell ab. Du bleibst wieder nicht stehen, dann müssen wir mitfahren. Das möchten wir jetzt aber kurz nicht. Entlassen. Dann pressen wir hier noch kurz weiter, solange er abgetankt wird. So, ja, unsere Ballenpresse. Auch ein gebrauchtes, älteres Modell. Macht seine Arbeit, finde ich, auch sehr gut. Genau wie unser Mähdrescher. Dafür, dass sie, was ist, 10.000, 15.000, was hat sie gekostet? Also so teuer war sie gar nicht. Ist ja auch gebraucht gewesen. Das ist vollkommen okay. So, und dann müssen wir auch dieses Feld demnächst dann danach pflügen. Und wenn wir dann richtig viele Schweine haben, dann kriegen wir auch vielleicht mal richtig viel Gülle zusammen, dass wir dann auch bald so ein schönes Güllefahrzeug kaufen können. So ein Gülleausbringer. Hatte ich bisher nur in einer Map, in der Hofbergmann, hatte ich diesen großen Gülleausbringer. Gut, das waren aber auch Felder da, dieses Feld, ich weiß gar nicht, das an der BGA, wo man so schräg hochfährt. Da ist man eine Fahrt hoch, da war es leer, weil er so langsam hochgefahren ist. Runter ging es zwar, aber ich kann da nicht mal runterfahren und wieder erst hochfahren und wieder machen. Ah, das war zu nervig. So, gucken wir mal, er ist bestimmt abgetankt, kann er weitermachen. Genau, kann es weitermachen. Dich fahren wir mal schnell in die Getreidetrocknung. Komm mal schnell hier vorbei.
Du bist auch randvoll, das ist sehr schön. Mit 24.000. So. Machen wir mal Licht hier auf dem Hof. So, und I starten, Licht an, und dann werden wir mal 2-3 Minuten nochmal Ballen pressen. Jede Minute muss ausgekostet werden. Aber ich glaube, hier kommt fast mehr als 40 Ballen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sehe ich ja schon fast 10. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aber Feld 48, würde ich sagen, lassen wir den dann alleine machen, die beiden. Dann machen wir direkt richtig. Aber da drei Wendungen, das ist ja schon fast weg, wenn wir den Drescher da machen lassen. Dann müssen wir mal gucken. So, dann nehmen wir jetzt den kleinen Streifen noch. Und hier lang. Ihr seht ja hier schon, was hier schon runtergekommen ist. Boah. Jede Menge. Aber wir könnten zwar auch gleich häckseln, dass es direkt auf dem Feld geht. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt doch noch als Düngerstufe gilt. Aber das ist ja Geld, was wir auf dem Feld liegen lassen. Das finde ich nicht so gut. So. Ja, komm, eine Runde können wir noch. Ein Weg da runter. Aber das ist echt jede Menge hier, ne? So viele Ballen waren das dann doch hier liegen, egal welche. So, dann gehen wir den, fahren wir hier noch einmal runter. Und dann haben wir das auch geschafft. Das heißt geschafft, wir haben die Folge geschafft, aber noch lange nicht hier alles. So, zack. Oh, meldet sich mal zu Wort unsere Ballenpresse. Ah, sie nimmt doch alles sehr schön auf. Das finde ich sehr schön. Unser fleißiger Helfer ist auch am Dreschen. So. Oh, es ist schon 0 Uhr fast, ne? Ah, wir machen durch die Nacht. Schlafen können wir am Mittag. So, bis hier vorne. Oh, der hat auch noch halb vollen Tank hat er nur noch. So, zack. Gehen wir schon in die Kurve, dass ich weiß, wo wir nächstes Mal weitermachen. Er ist voll. Gut, ihn werden wir nochmal schnell abtanken. Das können wir nochmal schnell machen. Das ist echt doof. Also mit dem MB-Truck hätte ich das nicht machen sollen. Der ist auch so ungelenkig, ne? Und so schwerfällig. So. Und wir lassen das alles schön getrocknetes Getreide. Das wisst ihr, das kommt in diese Halle hier. Da haben wir natürlich die Schaufel drin stehen, das ist sehr schön. Gut, dann werden wir es in der nächsten Folge abkippen. Ich sage euch auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich. Bis dahin, Daumen hoch, abonnieren, Glocke, ihr wisst es. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.